Hallo zusammen, ich bin Nicole Schüler, bin 22, komme aus Civil und arbeite zurzeit als Diätköchin bei der Glienia Privatklinik Schlössli. An dem Wettbewerb mitzumachen, hat mich mein Ehrgeiz motiviert. Ich tue mich mega gerne mit anderen Fachleuten messen. Ich will den Wettbewerb gewinnen, damit ich euch zeigen kann, dass es auch eine Diätköchin aus der Gemeinschaftsgastronomie rocken kann. Mit dem Gericht wollte ich euch zeigen, wie es bereits früher möglich war, aus den hofeigenen Produkten so etwas Einfaches und Köstliches zugleich zu kochen. So wie es meine Großmutter früher ihre grosse Leidenschaft am Kochen täglich gemacht hat. Ich bin Köchin geworden, weil es ist mir eigentlich schon fast in die Wiege gelegt wurde. Wir sind daheim, seit ich denken kann, betreiben wir einen Bauernhof und haben jetzt auch einen eigenen Betrieb mit einem Bulle-Moststall. Und das war für mich schon immer klar, dass ich etwas mit Lebensmitteln machen will. Ich habe früher auch sehr gerne gebacken. Bäckkonditor wäre auch etwas gewesen. Der Koch hat mich mit seiner Vielseitigkeit überzogen. Ich liebe es, am Feierabend in Fachbüchern zu stöbern. Und auch so die sozialen Medien, was man damals alles sieht. Das inspiriert mich. Es gibt nicht ein Stück Fleisch, das ich bevorzuge. Allerdings arbeite ich lieber mit Second Cuts als mit Edelstück. Ich koche mit Schweizer Fleisch, weil ich weiss, dass ein Tier bis zur Schlachtung gut gegangen ist. Zusätzlich bin ich natürlich auch ein Stück weit mit dem aufgewachsen. Und ich finde, dass man das Schweizer Gewerbe unterstützen sollte. Dass man all diesen Familienbetrieben, die mit viel Leidenschaft und Herzblut die Tiere aufziehen, dass man denen auch Wertschätzung gibt. Am Kalbfleisch von der Metzgerei Hotz überzeugt mich definitiv die Qualität. Und der Kundenkontakt ist natürlich eins an. Kommt doch mit, dann zeige ich euch jetzt, wo mein Kalbfleisch herkommt von der Metzgerei Hotz in Uster. Jetzt sind wir hier in Uster bei der Metzgerei Hotz und der Urs Marti zeigt uns jetzt mal, von wo mein Kalbfleisch kommt. Wieso bist denn du Metzger geworden? Meine Eltern hatten eine Metzgerei. Ich wollte dann selber schlussendlich natürlich auch das machen, weil das hat mir Spass gemacht. Als schon ein kleines Kind war ich im Schlachthäuschen mit dem Helfer. Und was würdest du jetzt sagen? Was ist das Schönste in deinem Beruf als Metzger? Vielseitigkeit. Wir haben einerseits die Gastronomie, wo ich am Morgen früh tätig bin. Nachher bin ich vorne im Laden. Am Nachmittag bin ich allenfalls wieder in einem Kundenbesuch. Von dem her, bei mir ist jeder Tag etwas anders. Was für eine Philosophie verfolgst du in deinem Betrieb hier? Wir suchen grundsätzlich immer wieder neue Produzenten, die uns Sachen anliefern können, mit einem möglichst kurzen Weg. Das heisst, je kürzer der Weg und je besser wird am Schluss das Fleisch. Also ist dir die Umgebung sehr wichtig? Ja, sicher. So habe ich auch den Kontakt mit den Bauern. Die kommen zu mir, ich gehe zu ihnen. Und so können wir das Ganze auch aufgleisen, auch für die Zukunft. Wie wichtig ist denn für dich jetzt der Kontakt zu uns, der Gastronomie? Sehr wichtig, weil das ist doch etwa 40% von unserem Gesamten, wo wir in Gastronomie machen dürfen, vom Spital, das Hotel, Restaurant. Und dementsprechend kennen wir natürlich die Küchenchefs und wissen, was die für Vorlieben haben und was sie gerne wollen. Das Fleisch, das ich jetzt brauche zum Kochen, von wo hast du das? Kalbfleisch beziehen wir einen Grossteil von Vila. Vila ist die Familie Schweizer, die Kalbermastbetrieb hat, mit Auslauf, den sie auch jederzeit rauskommt. Das ist ein ganz lässiges Projekt, das dort oben verfolgt wird. Dort warst du auch schon? Definitiv. Mehrfach im Jahr gehe ich dort rauf, selber den Kontakt auch pflegen. Wir gehen jeden Donnerstag Nachmittag auf den Feehandel, schauen, wo die Kalber nachher sind, Rinder, Soi. Und so stellen wir unser Sortiment wieder zusammen. Und was musst du sagen? Was macht für dich ein gutes Stück Fleisch aus? Es muss zart sein am Schluss. Oder? Es kann etwas sein, das wir lang kochen, oder es kann auch mal kurz sein. Sei es im Sommer ein Schweinshalssteak für den Grill. Oder im Winter auch irgendein Brasato, wo wir machen, wo wir auch am Sonntag schön Zeit haben, um etwas zu kochen. Jetzt reagiert es langsam. Danke. Dann geben wir dir das Beste. Hör Fleisch in die Hand. Das sagt mir das niemand.